Das Erste an der Zugstelle sind immer diese Sicherungsmaßnahmen. Und wir laufen jetzt einfach von Eimer zu Eimer die Zugstelle ab, nehmen immer einen Eimer mit, in den die Tiere umgesetzt werden. Und dann werden die einfach immer portionsweise über die Straße gesetzt. Fünf, sechs, sieben. Die Amphibienbestände kollabieren ja weltweit auf dem ganzen Globus. Das ist eine riesen Aussterbewelle im Moment. Und ich denke, Naturschutz auch vor der eigenen Haustür finde ich eine sehr wichtige Sache. In den Eimern belassen wir immer so eine dünne Schicht Laub, altes Laub. Das ist Deckung für die Tiere, weil es die halt immens stresst, wenn die offen ohne Schutz da sitzen. Und es verhindert sowohl das Austrocknen, als auch, dass eben Beutegreifer wie Elstern, Raben, Vögel hingehen und die Tiere aus den Eimern holen. Die werden dann nicht so schnell gesehen. So, müssen wir aufpassen, dass wir uns hier nicht über den Haufen fahren. Na, also die Wanderungsrichtung ist da runter. Da vorne hat es noch so ein kleines Bächli. Ich setze die einfach da in der Nähe ab. Da hat es auch Feuchtigkeit. Wenn die Tiere jetzt ein bisschen Trockenstress haben, können die da noch ein bisschen Feuchtigkeit tanken. Ja, man sieht auch hier den Weg. Also da unten bei dem Haus ist dann der Teich, wo die Tiere dann letztendlich hinwollen. So, jetzt lassen wir die kleinen Kollegen mal frei. Manche sind ein bisschen ängstlicher, ne? Gerade weil schon Tageslicht ist. Eigentlich sind die ja eher nachts und dämmerungsaktiv. Das ist bei dem Moment immer, überwiegen die Hormone oder überwiegt die Angst? Es ist oft so, dass die Männchen auch schon eher unterwegs sind. Die warten auch auf die Weibchen. Die haben auch ein Verhalten, was ein bisschen heikel ist, was die Sicherheit angeht. Die Männchen sitzen gern auf offenen Flächen aufrecht und schauen, ob sie die Weibchen sehen. Und so eine Straße ist natürlich dann ein Ort, wo so ein Tier sich hinsetzen würde, um zu gucken, ob es Weibchen hat. Die verstehen natürlich nicht, dass das nächste Auto, was kommt, die ganze Sache schnell beenden würde. Das Krötli. Die sind natürlich, die hüpfen ja nicht so, die bewegen sich ein bisschen gemächlicher. Man kann wirklich auch Tierleben retten. Wir sind nämlich nicht nur die Tiere, die unter die Autoreifen kommen, sondern es ist auch wirklich durch das unter dem Auto durchgezogen werden. Die schlagen zum Teil auch vor das Chassis dann vom Auto. Ich finde die dann, die sind nicht platt gefahren, aber die haben massive Verletzungen und sterben halt auch, diese Tiere. Und deswegen, wenn irgendwo eine Temporeduktion ausgeschildert ist, wären wir sehr dankbar, wenn die Leute sich auch dran halten würden. Also jeder, der sich mit der Materie befasst, weiß, dass er eigentlich jeden Tag dazulernt, wenn er draußen ist. Und deswegen ist es für mich auch nicht mühsam, morgens aufzustehen und zu sagen, ich gehe hier hin. Ich habe das Gefühl, klasse, du gehst hin und du lernst wieder was.